von Arbeitslosengeld auf 12 Monate gefordert. Der Graf forderte ein, Zitat, spürbare Verbesserung der Kapitalerträge, eine Verbilligung des Faktors Arbeit und eine Senkung der Sozialleistungsquote. Was Lambsdorff forderte, setzte Rot-Grün in vielen Punkten 1:1 um. Die große Merkel-Steinbrück-Koalition und Schwarz-Gelb setzten diesen Kurs fort. Die Verarmung breiter Bevölkerungsschichten ist kein Kollateralschaden, sondern war erklärtes Ziel der Agenda 2010-Strategen. Durch hohe Renditeerwartungen sollte das stets flüchtige Kapital im Land gehalten werden. Im Klartext, in der Schweiz arbeitet das Geld, in Deutschland schuften die Niedriglöhnerinnen für einen Dauerhoch auf den Finanzmärkten. Rot-Grün heuchelte, es ginge ihnen um die Integration von Erwerbslosen. Im Ausland dagegen wurde Klartext geredet. Der hat Schröder 2005 aus dem Weltwirtschaftsforum in Davos: Wir müssen und wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert. Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt. Schröder feierte Deutschland sozusagen als europäische Avantgarde. Und anders als in Chile musste hier keine organisierte Arbeiterschaft zerschlagen werden. Der DGB hatte seit Jahren Lohnzurückhaltung gepredigt. Löhne rutschten immer wieder in den Keller. Und immer weiter. Deutschland wurde zum Billiglohnland. Aber es gab auch Widerstand. Auf der Homepage der IG Metall Esslingen ist jener Fall von Februar 2011 dokumentiert, als Arbeiter von einem Metallbetrieb entlassen wurden und dann von der dortigen Agentur für Arbeit in Leiharbeit gedrängt zu werden. Sie sollten zu einem Bruchteil ihres vorherigen Lohnes arbeiten. Daraufhin besetzten ca. 50 ehemalige Beschäftigte das Foyer der Agentur für Arbeit. Und beim Konkurs von Schlecker kam heraus, dass viele bei den Discountern so wenig verdienen, dass sie bei Erwerbslosigkeit direkt in Hartz IV fallen oder Hartz IV oder mit Hartz IV aufstocken müssen. In Jobcentern findet dieses Hineindrängen in Billigjobs unter Androhung von Sanktionen statt. Widerstand gibt es zumeist nur individuell. Früher stand hier an diesem Gebäude Arge. Heute heißt es Jobcenter. Mit Jobcenter wird Klartext gesprochen. So wird unmittelbar deutlich, worum es geht. Hier werden Menschen in 1-Euro-Jobs und Billigjobs gedrängt. Resteverwertung von Arbeitskraft oft zum Nulltarif. Ohne diesen Blick auf die ökonomischen Zusammenhänge ist der Gewaltapparat, der hier hinter diesen Mauern wirkt, nicht zu verstehen. Es geht bei dem System Hartz IV um Shock and Awe, um die Verbreitung von Schrecken. Der einzelne Sachbearbeiter oder die einzelne Sachbearbeiterin mag guten Willens sein, aber das System drängt sie dazu, Druck auszuüben und Sanktionen zu verhängen. Aber es sind nicht nur die fernen Politiker in Berlin, es ist auch der Stadtrat hier in Düsseldorf, der für die Zustände verantwortlich ist. Alle Schweinereien, die hier hinter diesen Mauern passieren, tragen die Ratsmitglieder mit. Dorthin müssen wir unseren Protest tragen. Sie wollen Kapitalismus ohne Demokratie. Wir wollen Demokratie ohne Kapitalismus. So heißt es im Aufruf von Blockupy Frankfurt. Wir werden unseren Widerspruch und Widerstand fortsetzen. Dann sind wir 14 Satz, da ist eine Abschlussumgebung.